Spoiler Alert mit meinem Istanbul-T-Shirt, welches ich schon seit 10 Jahren habe. Ja, Leute, ich war Ende April in der Türkei, also in Istanbul, und es kam, ich hatte einfach nicht so viel Videomaterial. Vorgestern bin ich dann so meine Galerie durchgegangen, habe die Videos gesehen. Irgendwie fand ich es voll schade, die dann zu löschen. Und dann dachte ich mir, egal, ich schneide irgendwie was zusammen und lade es hoch, einfach so als Erinnerung. Ich hoffe, euch gefällt das Video, deshalb schalten wir zu meinem Vergangenheits-Ich. Ciao. Selam. Bu şey gibi bir şey mi? Konuşmuyoruz değil mi? Tamam. Ich bin endlich angekommen, wie ihr sehen könnt. Gestern habe ich mich auch schon mit meinen Freunden getroffen. Und ja, heute ist das Zuckerfest. Auf Türkisch heißt es Bayram. Und deshalb werde ich mich jetzt noch anziehen. Danach gehen wir zu meiner Familie und werden frühstücken, ganz viel miteinander reden. Ich freue mich schon richtig. Ich bin, glaube ich, keine so gute Vloggerin. Ich habe einfach gestern nichts mehr gefilmt beim Zuckerfest. Richtig gut. Aber wir saßen auch nur mit der Family und haben einfach bis um 12 Uhr gequatscht. Und ja, also da gab es halt nicht so viel zum Zeigen. Ich bin jetzt aufgestanden. Meine Eltern sind jetzt was kaufen gegangen zum Frühstücken, weil wir ja nichts zu Hause haben. Ich zeige euch mal die View. Hier geht's zur Küche. So sieht es unten im Garten aus. Wir haben so einen Fußballplatz und so einen Spielplatz und ja, so einen Barbecue-Bereich. Und dann, okay, man sieht es nur sehr wenig. Früher war das alles hier komplett Meer. Und dann haben die ganzen Häuser angefangen zu bauen. Aber ein bisschen mehr kann man noch sehen. Würde ich hier wohnen, würde ich einfach nur noch hier die ganze Zeit Videos drehen. Ich glaube, ich würde jetzt auch gleich mal ein Get Ready With Me drehen für TikTok. Und dann, ja, es liegt richtig nice. Was mache ich heute? Ich gehe wahrscheinlich in eine Stadt, die heißt Üsküdar. Und dann steigen wir wahrscheinlich auch noch aufs Boot und fahren dann rüber nach Beşiktaş, weil das finde ich immer ganz schön. Ich mag das sehr. Und ja, ich glaube, sonst ist es halt der zweite Tag vom Zuckerfest. Manche Läden haben hier offen und manche nicht. Also in Deutschland hat ja gar nichts offen, zum Beispiel an den Feiertagen. Aber hier haben wir noch ein paar Sachen offen. Also mal gucken, was wir dann machen werden. Vielleicht treffe ich mich dann heute Abend nochmal mit meinen Freunden. Also die wohnen halt direkt unter mir im gleichen Apartment. Und ja, wahrscheinlich werde ich dann mich abends vielleicht mit denen treffen. Genau, wir werden sehen. Es ist richtig voll, weil es Zuckerfest ist und weil alles umsonst ist. Echt schlimm, also eigentlich sollte man am besten gar nicht raus. Wir haben jetzt Kumpi gekauft, das sind so Kartoffeln, die gefüllt sind mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich bin schon richtig, richtig gespannt, wie das schmeckt. Ich habe einfach wieder vergessen, eine Aufnahme zu machen. Ich war gerade mit meinen Freunden unterwegs, jetzt bin ich zu Hause und ja, wir haben jetzt Schluss. 1 Uhr. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Ich bin so müde. Ich habe, glaube ich, so um die 20.000 Schritte gemacht heute. Yes, dann sehen wir uns morgen. Hoffentlich, wenn ich es nicht wieder vergesse. Wir gehen jetzt zu einem Freizeitpark. Wie fühlt ihr euch? Sie verstehen mich gar nicht. Again? Ich liebe. Again? Nein. Let's talk in English. Hallo Leute. Hayır, bir daha dur. Değil mi? Leute. Ja, tamam. Hallo Leute. 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 Ich bin bereit. Wir sind jetzt gerade bei Starbucks und trinken was. Eigentlich wollten wir so einen Special Becher kaufen, aber gab es leider nicht mehr. Und danach gehen wir zum Fun Park. Wir sind jetzt angekommen und es ist richtig, richtig voll. Was ich hab heute gar noch was. Musik, Idiotus.
Freunden und wir nehmen gerade ein paar TikToks und Shorts auf. Wollt ihr was sagen? Wie geht's euch? Ich bin Murat. Hi, Baba. Gut, danke. Und dir? Auch gut. Aber kannst du Deutsch? Nein, Schatz. Ja, vielleicht spielen wir mal. Ich finde, es ist auch gut. I'm good. Ich habe mich gefühlt seit 5 Tagen nicht mehr gemeldet. Ja, ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden und wir drehen ein paar TikToks und danach ja, gehen wir raus und vielleicht lasse ich mir sogar ein Tattoo stechen, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben gerade ein Video aufgenommen und ich habe mich mit den Produkten von meiner Freundin geschminkt. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber ich glaube, ich werde jetzt einfach heute ein Tattoo machen. Also ich habe mir das schon seit Jahren überlegt und bin immer so unentschlossen gewesen. Ich bin mal gespannt, ob ich dann doch meine Meinung ändere und einen Rückzieher mache, aber... Wir sind gerade bei Starbucks und holen uns noch was zu trinken, bevor wir zum Tattoo stechen lassen gehen. Nasıl acıyor mu Sela? Gider. Gerçekten çok acımıyor. Ama... Sızlıyor gibi böyle herkes. İnsanlar niye çekiyor? Yani zaten küçüktü. Oh my god, Leute, ich hab einfach dieses Tattoo gestrichen. Ich kann es auch nicht fassen, dass ich das durchgezogen habe. How can I get to taxi? Taxi? Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? Hallo, ich habe mich wieder 5 Jahre lang nicht gemeldet. Und ja, wir sind jetzt ein bisschen unterwegs mit der Family. Und wie ihr sehen könnt, ist hier eine sehr coole View. Wir haben gerade ein paar Bilder gemacht. Und ja, das Wetter war die letzten 2 Tage richtig regnerisch, aber heute ist es wieder richtig, richtig schön, was mich mega happy macht. Ja, wir haben gar nicht so viel gemacht die letzten 2 Tage, weil wir auf einer Hochzeit waren. Und ja, es ist richtig, richtig schön hier. Ich lieb's immer. Sona hat mich heute geschminkt. Hi! Hello! Hey. Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen raus. By the way, es ist schon der nächste Tag, also wie man unschwer erkennen kann. Ja, das Wetter ist eigentlich wieder sehr schön. Wir waren jetzt gerade in der Moschee. Gegenüber davon ist die Blue-Moschee, also super Nachtnet-Moschee. Okay, das sieht man jetzt gerade nicht. Ich nehme mal einen Kanal.